Hier, das ist... Und dann wundern wir uns, dass wir keinen Platz im Vorratslager haben. Alter, was haben wir da für einen Logistiker drin? Das ist doch ein Witz. Der verfolgt die irgendwie. Und jetzt sind sie ums Eck. Ich glaube, an der Stelle gucken wir einfach mal weg. Und? Oh, das war aber schnell. Das ging schnell. Die lassen sich echt Zeit mit der Waffenproduktion, ey. Wow, 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 wow. Bin zur Stelle. Bogenschützen bereit. Mein Weiter Bogen ist verteilen, euer. Bitte. In Bewegung. Ach, wisst ihr was? Rücken aus. Immer dahin. Ist gar nicht mal so verkehrt, ein bisschen. Bin zur Stelle. Mein Herr. Mehr Leute da vorne zu haben. Immer gesehen, wie der Turm gewackelt hat. Wir könnten fast überlegen, ob wir da auch einen Wall davor machen. Zumindest einer. Da kann man es eigentlich fast den gesamten Weg davon herum machen. Die Pest hat unsere Burg heimgesucht. Ja, Frau. Ja, Frau, das machst du gut. Man sieht eine Wolke und läuft rein. Genauso macht man das. Da merkt man, das sind die von Parfümerie. Eure Beliebtheit sinkt. Beeinflusst Frauen. Douglas-Geschäft. Oh, da ist eine Duftwolke. Ich muss rein. Ich muss irgendwie immer, wenn ich durch so ein Parfümerie-Geschäft gehe, gab es jetzt, ja, also irgendwie die meisten Drogeriegeschäfte haben schon, ich glaube, ich muss jetzt gerade überlegen, wo das jetzt zum Beispiel, wo ich das letzte Mal hatte, aber es gibt viele Geschäfte oder Warenhäuser, bei denen ist es so, wenn man durch die Parfümerie-Abteilung geht, dann ist das halt, da hat man echt das Gefühl, man geht durch irgendeine Gaszone. Und dabei muss ich immer an diese Szene von Mr. Bean denken, als er so durch diese Abteilung durchläuft und dann irgendwann einfach auf dem Boden durchrobbt. Weil er keine Luft mehr kriegt. Bin zur Stelle. Eure Befehle? In Bewegung. Einige Vogelfreie aus den Wäldern sind zu uns zurückgekehrt, mein Lord. Verstärkung. Keine Ambusschützen dabei. Stelle. Schämt euch. Ah, ich wollte gerade sagen, die gehen automatisch auf den Turm hier. Rücken aus. Ist eigentlich nicht schlecht. Bleibt auf dem Bergfried. Ja, mein das Freund. Das ist gar nicht so verkehrt. Dann werde ich euch je nach Situation einsetzen. Dann werde ich die... Ihr bekommt von mir sogar eine Nummer. Dann lasse ich die Bogenschützen, die ich jetzt habe, als Standardbesetzung drauf. Und diese Vogelfreien bewege ich je nach Angriff. Das ist eigentlich gut. Gefällt mir. Ja. Der grüne Einsatztrupp, ihr kriegt die 1 von mir. Gefahr, my lord. Ein gewaltiges Heer des Schweins wird bald hier eintreffen. Mein Bogen ist euer. Ansonsten verteile ich die Bogenschützen wieder. Gerecht. Sind auf dem Weg. Eure Befehle? Ich bin gelernter Bogenschützenverteiler. In Bewegung. Ausgebildet. Mit Zertifikat. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Was ist denn mit der Beliebtheit schon wieder los? Schädlinge vernichten unsere Weizenernte, Sire. Ja, sowas in der Art wahrscheinlich. Ich glaube, es wäre eine schlechte Idee, jetzt Brot zu verkaufen. Wir haben kein Mehl da. Ich glaube, wir sollten halt wirklich mal... Die Truppen des Schweins greifen an. Das Vorratslager ist voll, my lord. Jetzt beim Angriff weiß ich nicht, ob das so viel bringt, aber ein bisschen mehr Käse, so im Notfall produzieren zu können, ist keine schlechte Idee. Fuck. Bin zur Stelle. Fuck. Rücken okay, aus. Die Armbusschützen könnten wir auch noch umplatzieren. So ist Im es ja Laufschritt. Nicht. Bogenschützen bereit. Und Marsch. Mein Bogen ist euer. Beeilung. Mein Herr. Na gut, die Armbusschützen kümmern sich erstmal um die Kühe. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Eure Befehle. Und los. Bin zur Stelle. Du Armbusschütze, gehst mal da hoch. Da ist mehr Schutz. Ja, habe ich. Als hätte ich es gewusst, als ich gesagt habe. Ja, ich glaube, es macht nicht so viel Sinn, die Kuhfarm da jetzt hinzuplatzieren. Genauso war es auch. Hammer. Waffen geschultert! Erste Pikniere. Das kann echt das Problem ergeben. Vor allem, wenn die wieder auf die Idee kommen, mir wieder richtig viel wegzuknabbern. Ja, da kommen sie schon durch. Kommt mal auf die Idee, auch das Pech als Ressourcenquelle zu benutzen. Aber. Oh, scheiße. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, da geht was. Was
Scheißen. Dreck. Oh, passt man halt mal kurz nicht auf. Nein, Alter, ihr Bogenschützen, hört doch mal auf, mich zu trollen. Eure Befehle? Schultert die Waffen. Was wünscht ihr? Draußen halten, draußen halten, draußen halten. Wichtig, wichtig, wichtig. Das Vorratslager ist voll. Der Feind ist bezwungen. Das ist halt die schnellere Variante, einen Angriff zu beenden. Einfach mal alle durchlassen. Das war natürlich geplant. Was denkt ihr bloß von mir? Vielleicht sollte ich die Angriffsfläche verkleinern. Das geht. Ja, das geht. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Ja, man kann sich aber auch aufregen. Man kann meine Knochen sehen. Ich bin kurz vorm Verhungern. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Weicheier. Als ob es so schlimm wäre, 4 Wochen nichts zu essen. Mann. So. Meine Lordschaft, wir sind nur noch Haut und Knochen. Lasst mich in Ruhe mein Steak essen, ihr Vollidioten. Das Vorratslager ist voll, my Lord. Eure Lordschaft, und ihr wundert euch wirklich noch, dass ihr so unbeliebt seid. Niemand von euch wird überleben. Spuckt mir nicht ins Gesicht. Bei der Botschaft. Ich lese so den Zettel, da kommt so die Spucke raus, bevor. Da habe ich gerade was gesehen, dass da was hinpasst. Ah, da. Ja, besser als nichts. Ja, ich wollte noch was sagen wegen Angriffsfläche. Ja, das machen wir so. So. Dann müssen sie erstmal hier den Ball kaputt schlagen und nur einer kann das Torhaus direkt angreifen. Ich finde es nicht verkehrt. In Bewegung. Haben wir jetzt endlich wieder Weizen, das mal reinkommt? Der Kornspeicher ist leer, Sire. Wir können mal ganz kurz... Gaukler sind in die Stadt gekommen, my Lord. Brauchen wir 110. Dann können wir sowieso jetzt die Dinger weglassen. Ich könnte natürlich auch Äpfel zum Verzehr freigeben, aber ich habe so dieses Gefühl... Jetzt haben wir eh Gaukler drin. Dahin, euer Gnaden. Ja, lassen wir es noch ein bisschen. Unsere ein bisschen geht noch. Wachsen, das Volk sagt, unsere so, die Jahrmärkte noch da sind, jetzt beobachten wir es mal direkt, dass wir es rechtzeitig zurückstellen können. Na, jetzt. Gold fließt in die Schatzkammer, Sire. So, jetzt ein bisschen noch. Machen wir es so ziemlich direkt. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Es werden noch andere Sachen verbraucht. Die Pest hat unsere Burg heimgesucht, eure Lordschaft. Pest, Apotheke haben wir noch da, oder? Ja, das passt. Ja, allzu knapp wollen wir es jetzt auch nicht machen. Jetzt lassen wir es mal wieder. Unsere Apfelgärten sind kahl, ja, my Lord. Jetzt interessiert es mich auch nicht mehr. Vermutet, dass Hexerei dahinter steckt. Eisen passt eigentlich ziemlich gut. Jetzt ist schon wieder diese blöde Logistik hier, was das Pech angeht. Das ist der Wahnsinn. Bin zur Stelle. Rekruten benötigt, Bogenschützen bereit. So, weiter ordentlich verteilen. Mein Bogen ist euer. Die Armbrustschützen wieder kosten. Mein Herr. Im Lauf sind noch alle. 19 sind noch da. Sind auf dem Weg. 19 ist besser als nichts. 19 ist mehr als 1. Besser gesagt, 19 ist mehr als 0. Ja, 19 ist mehr als 0. Ich weiß, ich habe jetzt einigen das Weltbild komplett verdreht, aber es ist so, 19 ist mehr als 0. Das ist eine Zahl. Ja, das auch. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Es ist eine Zahl und es ist mehr als 0. 19 ist was ganz Besonderes. Eure Befehle? Alter. Das Vorratslager ist voll. Unerreichbar. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. In Bewegung. Wie schaut's aus mit den Waffen? Gut genug, würde ich fast sagen. Wir können bald voll auf Rüstung. Das Lustige ist ja, wir haben noch nicht mal Hälfte und mit den Rüstungen aus hin. Das heißt, wir können wirklich mal die beiden wegmachen und können sogar Pfeilmacher dafür hinsetzen. Wir brauchen nicht mal eine Rüstung mehr.
Weil es geht mit den Rüstungen gut voran. Das wird klappen. Dies wird funktionieren. Volksgenossinnen und Volksgenossen. Bin zur Stelle. Das wird Waffen funktionieren. Ja. Der Endsieg ist zum Greifen. Bogenschützen bereit. Rücken aus. Ja. Mein Bogen ist euer. Mein Herr, sind auf dem Weg. Eure Beliebtheit steigt. Oh nein. Wie schaut das aus mit Nahrung? Kriegen wieder mehr, hä? Ach, der ist weg. Ihi, blöde Apfelfarm. Vielleicht ein bisschen mehr Getreide, ist gar nicht mal so schlecht, einfach mehr Mehl zu haben im Notfall. Das ja, Vorratslager die Bogenproduktion ist voll. Bin zur Stelle. Eure Befehle? Yeah. In Bewegung. Immer schlagt ihr auf der Armbrüstung rum. Was habt ihr euch denn getan? Die Hasen vermehren sich mit rasender Geschwindigkeit. Wo sind sie? Unsere Ernte ist in Gefahr. Anlegen, Feuer. Oh, diese Hasen. Mann. Wo sind sie denn? Wo sind sie? Wo sind die Hasen? Komm auf, muss ich hier. Solche Playmates. Was zum Teufel? Bogenschützen bereit. Na, bis jetzt. Jetzt kommen sie. Mein Bogen ist euer, mein Herr. Und auch nicht. Man kann es natürlich auch lassen. Bin zur Stelle. Das Vorratslager ist voll, my lord. Dabei. Wieder eine Lagerhaltung wie bei Amazon hier. Gaukler sind in die Stadt gekommen, ja, mein Lord. Wunderbar, wir haben so oft Jahrmärkte, das ist ja herrlich. Fließt in die Schatzkammer. Gut, es wurde ja auch gesagt, dass mit den Jahr, dass jeder hier mein Feuer legen kann, deswegen. Und Speicher. Vielleicht könnte ich den Platz auch nutzen. Noch einen Brunnen mehr produzieren. Ich habe ja schon 3 Brunnen, das dürfte eigentlich gut fallen. Das ist halt so eine Sache, wenn es jetzt. Unser Bug ist so eng gebaut. Wenn da jetzt ein Feuer ausbricht, haben wir so oder so die Kappe auf. Noch nie zuvor sah ich so viele Hasen, euer Gnaden. Ja. Wir hatten die erlaubt, in mein Schlafzimmer zu gucken. Eure Befehle? Das könnte auch ein Zitat aus einer Priestersiedlung sein. Das könnte von einem Kind kommen. Ich habe nichts gesagt. Ich habe natürlich nichts gesagt. Was schaut er mich so an? Bin zur Stelle. Was macht der Exorzist vor meiner Tür? Bin zur Stelle. Ja, Rücken aus, Bogenschützen bereit. Und auf die Türme schön. Mein Bogen ist euer. Mehrere Bogis. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Dieser Jahrmarkt hat mich wirklich aufgeheitert. Ja, ich glaube, jetzt ist er vorbei. Und diesmal haben wir sogar nicht verpasst. Wollt ihr noch einen haben? Gut, wir könnten im Notfall wirklich sogar ein paar Truppen produzieren. So ist es ja nicht, aber. Ich bin ja sogar so der Meinung, dass wir hier vorne auch ein bisschen. Wir müssen halt einfach dafür darauf aufpassen, dass wir nicht allzu schnell unser. Schaut zwar blöd aus, aber egal. Wir sind ja eh so nicht. Aber wir müssen halt wirklich aufpassen, dass wir nicht allzu schnell ein Gebäude verlieren, dass alle sofort durchkommen. Jetzt, wenn die erstmal hier diesen Vorderwall kaputt machen müssen und ansonsten nur einer das Torhaus angreifen kann, ist das okay. Dafür kommt das Schwein ja zum Glück ein nicht mit Belagerungswaffen. Ein Barde ist in der Burg angekommen, euer Gnaden. Ich habe mir die Freiheit genommen, ihm eine Anstellung zu bieten. Das ist bestimmt der Brandstifter. Das war ein Fehler. Das Volk liebt euch, my Lord. Ja, unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Das plus 1. Jetzt haben wir die Lanzen, die Piken gebraucht. Die Lanziken. Kennt ihr nicht das Volk der Lanziken? Okay, haben wir. Jetzt brauchen wir noch die Rüstungen und das Gold. Die Rüstungen gehen gut voran. Das dürften wir vielleicht sogar bis 3/4 haben. Dann brauchen wir bloß noch ein bisschen Gold. Gold mit T. Das dürfte aber vorangehen. Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Gnaden. Wo ist der Bade? Ich will den Song nochmal hören. Wo ist der Bade? Wo ist der Bade? Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Jetzt mal ganz im Ernst, wo bist du? So zeige er sich. Wie viel haben wir denn Eisen überhaupt? Der neue Barde ist wirklich drollig. Oh, der ist nicht süß. 17. Das reicht.
Ihr kommt weg. Statt euch könnte ich noch irgendwas Sinnvolles tun. Zum Beispiel dem Gras beim Wachsen zuschauen. Das wollte ich schon immer mal machen. Ich weiß nicht. Eine Botschaft des Schweins. Ich werde euch schlachten. Lass mich doch in Ruhe. Mann. Das reicht, jetzt rufe ich die Polizei. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Ja. Sind auf dem Weg. Einer hier. Einer da. Bogenschützen bereit. Auf die großen Türme müssen die meisten stehen. Ich sollte sowieso mal so eine kleine Inventur machen. Das heißt, mein Bogen 14 ist Bogenschützen, euer, da eure wenige. Befehle? Bin zur Stelle. 8. Ja. 9. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. Zugleich viel haben. Das sind ja schließlich die, die die Gewichtung verändern. Bereit, sollen. Eure Lordschaft. Zur Stelle. Achtung. Aber es kam noch keine Nachricht, dass jetzt der Bin zur Stelle. Folgt. Eure Befehle? Bin zur Stelle. In Bewegung. Ja. Rücken aus. Schotzen aus mit Getreide. Ja. Dafür, dass die Bäckereien die ganze Zeit voll im Betrieb sind, es lohnt sich schon, ein paar mehr Getreidefarmen zu haben. Zumal das Getreide ja auch unsere schöne Einnahmequelle darstellt. Machen wir mal lieber noch einen mehr. So nah wie die Bäcker am Kornspeicher sind, sind unsere die SR8 schon sehr produktiv. Wachsen, Sire. Bin zur Stelle. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. Hier, mein Herr. Da. Gaukler sind in die Stadt gekommen, my Lord. Oh, ist das nicht drollig. Bin zur Stelle. Wieder Bade. Ja. Das ist auch so drollig. Aber ja, Steuererhöhung. Wachsen stetig, Sire. Es kommt natürlich ein Feuer. Ich sehe es kommen. Das Volk huldigt euch, Sire. Bin zur Stelle. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. Mein Herr. Das Volk huldigt euch. So, wie viel Gold kriegen wir eigentlich? 124. Das ist mehr als okay. Geht voran. Es könnte was werden. Es könnte was werden. Wir haben unsere Chance. Das Einzige, was uns jetzt wirklich noch aufhalten könnte, wäre fast ein Feuer oder ein Mega-Angriff. Bin zur Stelle. Eure Befehle? Ansonsten befinden wir uns auf einem guten Weg. Sind auf dem Aber Weg. Gut, man muss auch sagen, ich würde jetzt noch nicht mal davon ausgehen zu sagen, die Mission ist jetzt zu leicht durch das Update. Die Sache ist ja die, dass wir jetzt langsam Und auch wissen, Speicher. Wie wir die spielen sollen. Ich habe jetzt von Anfang an meine Produktion, ich habe jetzt die von den ersten beiden Mal Versuchen, die wir gemacht haben, gelernt. Und weiß Eure jetzt, wie ich meine Produktion in etwa abgewichten muss, damit es gut hinhaut. Wie viele Pfeilmache ich in etwa brauche, dass ich jetzt die Gärten nicht voll ausbaue. Und vielerlei Feinheiten, das habe ich halt durch die letzten Male gelernt. Und ich glaube, wenn man es beim ersten Mal blauäugig da reingeht, ist das Ding immer noch sehr schwer. Jetzt haben wir halt einfach unser Vorwissen genutzt. Dementsprechend würde ich jetzt wirklich nicht mal davon ausgehen, dass es zu leicht ist. Ich glaube, wenn wir es das erste Mal gespielt hätten, dann wäre das mehr als knapp ausgegangen. Das Vorratslager ist voll, my Lord. Oh, 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 ich hab's verpasst, ich hab's verpasst. Nein, bitte nicht die Spitzensteine werfen. Nein. Bin zur Stelle. Seht nur, der Feuerschlucker hat sich die Hand verbrannt. Ist das lustig. Meine Hose brennt, meine Hose brennt. In Bewegung. ja. Und Speicher. Ich liebe gute Jahrmärkte. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Das kann man... Ich meine, diesen Satz kann man auch irgendwie falsch verstehen. Ich liebe gute Jahrmärkte genauso, wie ich meine alte Mutter liebe. So kann man irgendwie... Bin zur Stelle. Bogenschützen bereit. So kann man das auch verstehen, den Satz, wenn man es sich mal durch den Kopf gehen lässt. Rücken aus. Ich liebe gute Jahrmärkte genau wie meine alte Mutter. Hey. Das Vorratslager ist voll, my Lord. An der Stelle blenden wir mal lieber aus. Deine Mutter liegt mal im Jahrmärkte. ja. Es geht gut voran. 30, noch 10 Stück. Das ist schön. Bin zur Stelle. Das stimmt mich glücklich. Mein Bogen ist euer. Sind auf dem Weg. Mein Herr. Eure Befehle? Bin zur Stelle.
Gefahr, my Lord. Ein gewaltiges Heer des Schweins wird bald hier eintreffen. Nein. Ausrufezeichen. Einfach nein. Ich nehme diesen Preis nicht an. Damit wir uns verstehen. Oh nö, ich bin nur so kurz vorm Ziel. Blöde Sau, du. Einen Angriff müssen wir noch durchmachen.